Assalamu alaikum, wir sind Laura und Mariano und wir sind mit unserem Van bis nach Nepal gefahren und sind inzwischen aber auf der arabischen Halbinsel. Wir befinden uns im Oman kurz vor der jemenischen Grenze und erzählen euch gleich, warum wir da überhaupt hinfahren. Jetzt sind wir da an der Grenze, also wir haben hier geparkt und laufen jetzt noch die letzten 200 Meter. Wir sind hier, weil wir für den Oman ein Einjahresvisum haben, bei dem man aber immer nach 30 Tagen einmal ausreisen muss, dann wieder einreisen kann. Und wir befinden uns gerade im Süden des Landes, wie schon erwähnt, und wollen jetzt wieder hoch in den Norden fahren und wollen da nicht so viel Zeitstress haben. Deswegen wollen wir jetzt, wenn es geht, einmal auschecken, direkt wieder einchecken. Dann haben wir wieder 30 Tage und können uns ganz viel Zeit damit lassen, die Küste hochzufahren. Bisher ist die Gegend aber auf jeden Fall auch anders als erwartet. So, oder? Wir hatten nicht wirklich Erwartungen, aber generell muss ich nochmal zusammenfassen. Ich hätte nie gedacht, dass der Oman so bergig ist. Der Jemen geht dann halt in die Richtung los und da sind am Anfang auch auf jeden Fall viele Berge. So, da sind wir wieder. Es hat alles ein bisschen länger gedauert als gedacht, weil das war für die ein bisschen verwirrend, was wir wollten. Weil es war halt nur eine sehr kleine Grenze, wo gar nichts los war. Ja, wir sind auch zu Fuß gelaufen und da meinten sie halt, okay, es ist aber üblich, dass ihr halt in den Jemen geht, da ein- und auscheckt und dann könnt ihr wiederkommen. Was wir dann auch versucht haben, also wir waren tatsächlich kurz im Jemen, aber nicht offiziell, weil das Passportstempeln hätte dann 30 Rial gekostet. Die hatten wir halt eh nicht dabei und das war es dann auch nicht wert. Und dann sind wir einfach zurückgelaufen und durften wir da einchecken. Uns ist bewusst, dass im Jemen schon länger ein echt schlimmer Bürgerkrieg herrscht, wo ganz viele Menschen verhungern und unter ganz schlimmen Bedingungen versuchen zu überleben. Da kämpfen ganz verschiedene Parteien, Houthi-Rebellen, das ist so eine unabhängige Rebellengruppe, die versuchen, gegen die Regierung zu stürzen. Die einen werden vom Iran unterstützt, die anderen von Saudi-Arabien. Saudi-Arabien kriegt die Waffen wieder von einer deutschen Firma, also Rheinmetall hängt da irgendwie mit drin und so weiter. Aber wir sind natürlich keine Expertinnen. Aber weil mich so Themen immer richtig dolle interessieren, ich meine, ich habe nicht umsonst Politikwissenschaften studiert, kann ich euch ganz dolle den Podcast Das Politikteil von Zeit und Zeit Online empfehlen. Da gibt es eine Folge, die heißt Das kann sehr schnell außer Kontrolle geraten. Da redet eine Expertin über den Jemenkrieg, was auch mit Israel, wie das alles auch so ein bisschen hier in der Region zusammenhängt, dass zum Beispiel auch im Jemen die Rebellen gerade im Roten Meer Schiffe angreifen und deswegen ganz viele Staaten da ihre Militär, die Navy da unterwegs ist, wahrscheinlich auch die Deutschen, aber auch die Belgier und so weiter. Also ich finde es einfach ein spannendes Thema und bin gerne bei sowas informiert. Genau, deswegen Empfehlung, falls euch das genauso geht. Ja, und deshalb werden wir jetzt nicht in den Jemen fahren und das ist dann jetzt hier so der südlichste Punkt unserer Reise hier auf der arabischen Halbinsel, wobei in Saudi das auch nochmal sehr südlich. Und ich glaube, wo wir in Goa waren, das ist vielleicht noch ein ganz bisschen südlicher, aber sonst ist das auch so mit der südlichste Punkt auf unserer ganzen Reise überhaupt. Das sagt Mariano Netz, ja, ne? Ja. Ich bin ja die ganze Zeit von Leuten inspiriert, die ihr Auto nach Afrika verschiffen. Darauf hätte ich ja auch Bock, aber nein, das ist mit unserem Auto ein bisschen unrealistisch gerade, aber ach, ich finde es schon spannend, ne? Immer wenn man so hört, wo andere noch hinreisen und so. Aber ja, erstmal ist es unser südlichster Punkt. Naja, wir sind ja sehr weit in den Tropen. Die Sonne steht jetzt auch schon quasi direkt über uns oder irgendwann oder sogar dann im Norden oder ich weiß gar nicht genau. Im Zenit, ne? Ja, ja, genau. Also wir haben gar keinen Schatten mehr, weil die direkt über uns ist. Wir zeigen euch auf jeden Fall jetzt erstmal auch noch ein bisschen von unserer Fahrt. Ne? Das ist ja jetzt für uns die Rückfahrt. Ja. Genau, und zeigen euch mal diese Region des Omans, weil ich glaube, so viele fahren hier wahrscheinlich nicht hin, weil was soll man an der Grenze zum Jemen? Ist natürlich voll nachvollziehbar. Für uns hat das jetzt voll Sinn ergeben, aber wie gesagt, ist voll spannend auch irgendwie. Ja. Und dann jetzt zurück. So, der erste Stopp nach der jemischen, was auch immer, Grenze ist ein Supermarkt, weil ich fast schon wieder hangry war an der Grenze. Yeah. Mir hat das alles zu lange gedauert. Wir haben noch nicht so richtig gefrühstückt, weil wir nichts mehr hatten. Ja, ich lerne da auch nicht so gut raus, dass ich einfach was essen muss, bevor ich in den Tag starte. Ich bin dann immer so, ja, kann ich auch später machen. Und dann ja pumpe ich Mariano an und der Arme muss dann runterleiden. Und die Grenzbeamten. Und dann geben die uns nicht das, was wir wollen. Und dann haben wir ganz große Probleme. In dem Fall hat es aber noch geklappt. Gerade so.
So, hier im nächsten Örtchen hatten wir voll Glück, weil das frische Brot, also es ist aus unserer Fabrik und wird dann hier geliefert, ne, aber wird halt jeden Tag frisch gemacht, wurde gerade geliefert, also haben wir uns erstmal ein bisschen eingedeckt, fahren jetzt aber raus aus dem Ort, um dann in Ruhe zu frühstücken. Und wir wiederholen uns da vielleicht, aber ohne ersten Gang wären wir jetzt hier vielleicht nicht lang gefahren, weil es ist echt eine ganz schön bergige Region und jetzt fahren wir hier auch im ersten Gang die steilen Berge hoch. Ja, ist echt irgendwie mega cool hier, also diese hohen Berge und dann, ich glaube, in der Regenzeit geht es hier halt richtig ab, wenn jetzt noch hier dieser Regen, Monsunregen so ein bisschen ist, warme Temperaturen, ich meine, ich höre jetzt schon ganz viele Vögel und Insekten und so weiter und wenn dann die Pflanzen noch mehr irgendwie blühen und so weiter, weil sie mehr Wasser kriegen, ist es bestimmt richtig cool und hier auf der anderen Seite sieht man auch richtig cool das Meer, also es ist echt eine coole Mischung aus Bergen, Wald auf der arabischen Halbinsel, voll cool und coolen Klippen, wo man dann halt so runter gucken kann. Und wir machen jetzt hier erstmal unsere Frühstückspause. Es wird nämlich Zeit, was zu essen. Okay, und zum Frühstück gibt es bei uns eigentlich hier immer Lebnani Bread. Das sind einfach so Fladen. Die essen wir dann wie so Pita-Taschen oder Wraps. Und dann gibt es auch ganz oft, ne, Hummus ist hier einfach in der Region was ganz Bekanntes, Normales, sage ich mal. Und deswegen gibt es dann auch immer Hummus so im Glas. Und das ist ein perfektes Frühstück, ne? Einfach Hummus, Brot und irgendwie ein bisschen Gemüse. Und ich bin mehr als zufrieden. Mir fällt gerade einfach nochmal so voll auf, wie cool das ist, dass wir mit unserem Auto und unserem Zuhause hier unterwegs sind, weil das auf jeden Fall ja eine Ecke des Omans ist, die vielleicht nicht so viele Touris besuchen und wir dadurch einfach nochmal eine ganz andere Seite dieses Landes kennenlernen, weil natürlich in Muscat, ne, alles ist fancy und schön, Salalah hat man, oder haben wir halt vorher auch schon was von gehört und so, aber von dieser Region natürlich noch gar nicht und jetzt ist es einfach cool, das zu beobachten und natürlich wissen wir immer noch nicht alles oder so, aber man sieht zum Beispiel, dass hier viele Kamele und Kühe rumlaufen, dass die Häuser vielleicht nicht ganz so fancy sind wie in Muscat, dass die Natur ein bisschen anders ist. Ich finde es super. Wow, das hätte ich nicht gedacht. Ja, voll krass. Wir sind jetzt hier nochmal auf dem Weg zu so einer Klippe gelaufen und wir sind selber noch 760 Meter hoch, aber jetzt können wir da unten das Meer sehen, den Strand, das türkise Wasser und so. Da vorne ist noch so ein kleiner Ort. Voll die Hammer-Aussicht. Und wenn man jetzt hier so sehr weit gucken könnte, dann könnten wir die Spitze von Somalia sehen. Ist natürlich viel zu weit weg. Und dann haben wir auch mal auf die Karte geguckt. Wir sind nämlich jetzt näher an Madagaskar als an Deutschland. Und zum Beispiel nach Hamburg sind es Luftlinie 5500 Kilometer. Genauso weit wie nach Johannesburg in Südafrika. Ist doch krass, oder? Ich glaube, eine Sache, die ich so am meisten liebe an unserer Reise, ist, wie wir so die Weite der Welt spüren. Ne? Wir sind jetzt halt ein bisschen gefahren, es hat sich irgendwie ein bisschen was verändert. Und wenn man so weit blickt und versucht, sich vorzustellen, da hinten liegt halt der afrikanische Kontinent, dann wird einem einfach nochmal bewusst, wie klein man so im Verhältnis ist und wie groß, vielfältig und bunt und toll die Welt irgendwie ist. Ich will jetzt auch nicht hier zu philosophisch werden, aber ja, ich liebe dieses Gefühl einfach sehr. Und hier in der Bergregion grasen die Kamele auf den Weiden, so wie wir das von Kühen kennen. Also Kühe gibt es hier auch, aber eigentlich noch mehr Kamele und es sieht echt lustig aus. Hätte man nicht erwartet. Was Kamele alles können, ne? Die können halt auch irgendwie so halb irgendwo rumklettern. Ja, irgendwo im Sumpf stehen haben wir schon gesehen oder hier halt einfach auf der Weide oder halt durch die Wüste laufen und ewig lang nichts trinken und nichts essen und überleben trotzdem. Schon irgendwie krasse Tiere. Oh, Auto. Und die Leute sind hier wieder sehr nett. Eben als wir von der Grenze zurück zum Auto gelaufen sind, hat auch jemand angehalten und gefragt, ob wir einen Anhalter, also per Anhalter fahren wollen. Jetzt gerade wollte einer ein Foto von uns und den Kamelen machen. Also wir fühlen uns hier allgemein im Oman, was die Menschen und alles angeht, sehr wohl. Ursprünglich dachten wir auch, dass der Weg zu der Grenze, also auf der Karte sieht es nicht so weit aus, aber nur weil man die ganze Zeit hier so Schlangenlinien die Berge hoch und runter fährt. Also das hatten wir vorher nicht so auf dem Schirm. Und es ist immer voll krass, man fährt dann immer so 500 Meter auch so richtig steil runter, sodass die Bremsen irgendwie bald überhitzen. Dann am anderen Ende geht es dann wieder 500 Meter oder so wieder richtig steil hoch im ersten Gang. Also extreme Straßen hier.
Das ist ja hier ein aufregender Tag. Die ganze Zeit steigen wir aus und gucken uns irgendwas an. Jetzt haben wir quasi so ein Wadi gefunden. Voll schön. Ja toll, so eine kleine Oase hier. Wir haben die letzten Tage relativ viel Wasser verbraucht, weil wir das nicht diese ganzen Berge hoch und runter schleppen wollten. Deswegen müssen wir das jetzt aber wieder auffüllen und wie immer sind Moscheen eine sehr gute Anlaufstelle dafür. Jetzt sind wir zurück an dem Ort, wo wir heute Morgen Richtung Grenze gestartet sind. Jetzt sind wir ganz schön kaputt, deswegen schlafen wir jetzt hier auf 1000 Meter Höhe. Hier ist es angenehm kühl nachts, also nur so, also unter 20 Grad auf jeden Fall sogar. Morgen geht es für uns nämlich auf jeden Fall zurück nach Salalah, weil da was hoffentlich Besonderes stattfindet. Ich wollte erst sagen, ja, das seht ihr dann, aber ich kann es euch auch einfach erzählen. Morgen ist das Ende vom Ramadan, dem Fastenmonat des Islam, also den die meisten Musliminnen feiern. Und wir wollen natürlich gerne in einer großen Stadt sein und da irgendwie hoffentlich ein bisschen was mitbekommen. Vielleicht treffen wir dann da auch noch unsere belgischen Friends. Ja, hoffen, dass wir dann dieses Fastenbrechen, das offizielle Ende vom Ramadan, ein bisschen mitfeiern können. Feiern, aber nicht mit Fasten. Das ist unser Motto, nein. Aber so, guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben schon unsere Morgenroutine durchgezogen. Die wollen wir euch jetzt auch nicht immer im Detail zeigen. Aber jetzt sind wir nach dem Sport an dem Punkt angekommen, wo Kaffee gekocht wird. Hatten eine gute Nacht. Ist ganz schön wolkig heute wieder am Morgen. Ja, aber eigentlich ist blauer Himmel. Also man kann den blauen Himmel sehen. Aber über dem Meer, durch die Feuchtigkeit irgendwie, entstehen voll viele Wolken. Und dann zieht das hier so rüber. Ja. So ist das irgendwie hier dann, ne? Also wir machen jetzt hier noch den Rest des Morgens fertig, ne? Also frühstücken und so. Und dann geht es ja bald auch schon nach Salalah. Guten Morgen, Kamel. Hallo. Es ist soweit, wir sind auf dem Weg zurück nach Salalah. Wir haben sogar von unserem SIM-Kartenanbieter Glückwünsche zum Eid bekommen, also zum Ende des Fastenmonats, was ja heute gefeiert wird und wo wir dabei sein wollen. Mal gucken, ob wir was Cooles in der Stadt finden. Und da kommen sie schon wieder, die Kamele auf der Straße. Und Kühe. Hallo. Kühe mögen wir auch. Oh nein! Oh nein! Steil wieder bergab. Man merkt schon, wie es feuchter und wärmer wird. Ja. Jetzt sind wir an so einem Aussichtspunkt und jetzt können wir das sehen, wo wir die ganze Zeit gecampt haben und den Strand, wo wir nicht hingekommen sind. Da haben wir etwa geparkt und da ist der Strand. Von hier aus sieht die Straße total entspannt aus, wie jetzt so eine normale Schotterpiste und man kann nicht erahnen, dass es halt komplett dieses Flussbett ist mit ganz vielen Steinen und da zwar so ein Weg quasi vorgegeben ist, aber da halt trotzdem super viele Steine liegen. Ah, hier haben wir auch gecampt, also wir fahren jetzt kurz quasi den gleichen Weg nach Salalah zurück. Erstmal zu unserem alten Stellplatz zurück am Al-Hafa Beach hier in Salalah. Zurück am Coconut Beach. Also Leute, wir haben jetzt hier so ein bisschen halbherzig recherchiert, würde ich das nennen. Also wir waren ein bisschen einkaufen und so. Und wir glauben,
dieses Fest zum Ende des Ramadans ist halt so ein bisschen wie Weihnachten, ne? Das heißt, man verbringt das vor allem mit der Familie oder sehr engen, lieben Menschen. Und da wir bisher nicht das Glück hatten, jetzt Omanis kennenzulernen, haben wir als Außenstehende natürlich da jetzt nicht so einen Bezugpunkt. Aber es sind trotzdem, so wie ich das verstanden habe, jetzt 3 Tage Feiertage. Und deswegen sieht man hier zum Beispiel auch viele Grüppchen von Gastarbeitenden, die sich dann halt zusammentreffen, weil deren Familien ja nicht alle auch hier sind. Ja, so, da sitzen wir erstmal wieder. Erstmal ein bisschen ausruhen, weil wir waren jetzt auch echt, ist schon wieder hier 5 Uhr oder so. Wir waren wieder ewig unterwegs, also ist natürlich auch eine Strecke und dann hier und da hält man mal. Sind wir erstmal ein bisschen kaputt. Nachher laufen wir hier nochmal ein bisschen rum und gucken, was hier am Strand passiert. Bisher fahren hier wie üblich immer Leute mit ihrem Auto auf und ab. Ja, mal schauen, ob hier noch irgendwas Spannendes passiert. Uiuiui, ist hier viel los am Strand. Also das übliche Auf- und Abfahren passiert ja natürlich, außer dass es noch mehr Autos sind. Und dazu kommen aber 1 Million Menschen, die am Strand stehen, also stehen, als würden gleich irgendwie goldene Delfine aus dem Wasser springen. Wir fragen uns echt so, was beginnt hier gleich für eine Show? So sieht das irgendwie aus. Aber es ist natürlich auch schön am Meer am Abend, ne? Also ein paar Omanis sind ja auch am Strand, hauptsächlich Gastarbeitende. Wir glauben vor allem die da so auf den Plantagen und so arbeiten, sind jetzt einfach alle zum Strand gekommen. Aber an der Kleidung erkennen wir natürlich auch, dass ein paar Omanis hier genauso unterwegs sind. Ja, wie man sieht, ist jetzt der Sichelmond wieder aufgegangen. Also man kann den Mond wieder sehen. Und Ramadan ist ja genau ein Mondzyklus. Und hier im Oman gibt es ja sogar das Mondkomitee, was dann entschieden hat, okay, jetzt geht's los und dann wird einen ganzen Zyklus gefastet, was ja auch lustig ist, weil man sieht ja die ganze Zeit, wie weit man ist. Ne? Dann war irgendwann Halbmond und so weiter, dann Vollmond. Ja, und jetzt ist der Sichelmond wieder da nach dem Neumond. Deswegen ist das Ganze jetzt vorbei und alle können jetzt hier wieder essen, trinken, was auch immer. Wir haben eine Ausgabe des Oman Daily Observers gefunden, wo die Majestät der Sultan zum Ramadan alles Gute wünscht. Und haben ein Bild gefunden, wo das offizielle Komitee vom Oman den richtigen Mond gesichtet hat. Also den Mond in richtiger Verfassung, damit offiziell Ramadan, also der Fastenmonat, beendet werden kann. So, eigentlich haben wir wie üblich eine Pommesbude gesucht, aber wir sind irgendwie in so einer komischen Gegend, wo es gar keine Restaurants und Imbissstände gibt. Außer jetzt hier diese Obststände, wo es so Kokosnüsse, Bananen und so gibt. Deswegen haben wir uns erstmal ein Eis bei der Tanke geholt. Manchmal muss auch sowas sein. Ja. Ja, weil wir einfach hier in der Gegend sind, wo es den Strand gibt und dann ganz viele Plantagen, ist das natürlich hier kein Wohngebiet mit Restaurants und so weiter. Deswegen haben wir jetzt leider nichts Tolles gefunden. Sind zurückgelaufen, kochen einfach jetzt hier. Haben noch ein paar Nudelreste, Laura schnibbelt Gemüse. Machen wir hier einen entspannten Abend unter den Palmen mit Sternenhimmel. Und müssen uns erstmal wieder an die Hitze gewöhnen. Na, das wird, glaube ich, eine ganz schön warme Nacht. Ja, geht. 30 Grad. Okay. Juhu, endlich essen. Oh, what a day. Guten Eid Mubarak. Hoffentlich bekommen wir keine Kokosnuss auf den Kopf. Das wäre schlecht. So, hallo, hallo, guten Morgen. Wie war die Nacht? Boah, wie zu erwarten, nicht so gut, weil wir mehrere Moscheen in der Nähe sind. Das heißt, um 5 Uhr geht es hier natürlich wieder los mit dem Morgengebet oder Ruf zum Morgengebet. Und es ist natürlich auch sehr viel heißer als die Tage davor und das merkt man halt auch einfach. Naja, und dann das laute Meer, also es ist Meckern auf hohem Niveau, ja, das verstehe ich auch, aber nicht. Es ist einfach recht laut hier, sagen wir so. Ne? Ja, genau. Das Meeresrauschen, Moschee, Leute, die hier nachts noch mit Musik lang gefahren sind und so weiter, ist ja okay, sind ja jetzt auch Feiertage.
aber und generell sind wir halt in der Stadt. Ja, ja, und wir wussten das ja, war eigentlich dumm, dass wir hier geparkt haben für die Nacht, aber wir wollten nicht mehr weiterfahren, weil es ist nicht so der beste Platz zum Schlafen. Aber der Ort an sich ist voll schön und deswegen sind wir hergefahren. Ja, ne? Und ja. Von den Palmen und der Morgen ist dann immer wieder voll schön. Ja, wir haben eben auch noch unsere Friends aus Belgien getroffen, Benjamin und Celine. Die fahren auch jetzt in die Richtung, die wir fahren, also treffen wir die gleich vielleicht wieder. Ja, das hat gestern Abend ja alles nicht so gut funktioniert mit dem Ramadan-Ende feiern und so weiter. Die haben dann auch einfach nochmal irgendwo was gegessen und so. Aber naja, da machen wir uns jetzt die nächsten Tage ein paar schöne Tage und kriegen das hoffentlich, Leute, endlich mit dem Schnorcheln. Ja, wir haben nämlich auf unserer Karte gesehen, uns haben Leute einen Tipp gegeben, wo wir geil schnorcheln können, nicht so weit von hier. Und die meinten, ja, ja, in der Stadt haben wir auch einen Tipp bekommen und dann haben wir es gerade verglichen und es war genau der gleiche Ort. Wie das dann immer so ist, ne? Deswegen geht's jetzt los. Ja, Yalla Richtung Norden. Tschüss, Coconut Beach. Das muss man auch nochmal sagen. Damit verabschieden wir uns jetzt voraussichtlich von Stränden mit Kokospalmen. Und Salala. Ja. Toll, wieder durch die Plantage. Papaya. Bananen, Palmen, aber was willst du mehr? So toll ich diese Palmen und auch die Plantagen ja finde, ist es mir trotzdem wichtig nochmal zu erwähnen, dass es, glaube ich, alles sehr künstlich ist. Also sobald man die Stadt verlässt, ist alles so, wie wir davor gesehen haben, ne, als wir da weiter im Süden des Landes waren, alles sehr steinig und wüstig und so. Und wir nehmen mal an, dass ohne Bewässerung hier nicht mal eben so viel Grün wachsen würde. Ja, jetzt haben wir nämlich auch Salalah verlassen und mit einmal ist es hier komplett leer und trocken. Also so sieht die Region, glauben wir, eigentlich aus und nicht so grün wie Salalah ist. Oder was ist das hier? Juhu! Okay Leute, wir sind mal von der Autobahn abgebogen, weil hier soll es noch so eine Attraktion geben, der Zero Gravity Point, wo es keine Gravitationskraft gibt. Probieren wir mal aus. Oder ob wir dann im schwarzen Loch landen oder so. Das ist ja jetzt hier alles noch offensichtlich, dass es runtergeht, ne? Okay, und jetzt lassen wir das Lenkrad los. Jetzt denkt man nämlich, man fährt hoch, aber man fährt runter. Das stimmt, jetzt. Oh! 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 Jetzt lass mal los. Ja, gibst du Gas? Nein, ich gebe kein Gas. Ah ja, dann stimmt, war das passiert. Wir fahren hoch, aber man rollt. Ja. Okay. Achtung, Achtung, Kamele auf der Autobahn. So, der nächste Punkt ist nichts Touristisches, wobei man kann das natürlich auch touristisch besichtigen. Aber wie immer müssen wir noch etwas Wasser auffüllen und da haben wir wieder hier die Moschee gefunden und da gibt es ja immer diese Orte, wo man seine Füße und so wäscht und da kann man auch super Wasser auffüllen. Ich würde mal sagen, es läuft. Wortwörtlich. So, jetzt sind wir hier in unserer Bucht angekommen, in der Nähe von Mirbad, falls es jemand genau wissen will. Und es sieht für das Schnorcheln sehr viel vielversprechender aus. Es ist sehr flach und da sind viele Steine und so, wo vielleicht so Fische rumschwimmen. Werden wir mal sehen, aber es sieht schon mal ganz gut aus. Es ist soweit, wir wagen es. Ja, mal schauen, was hier so geht. Unterwasserkamera, mal sehen, ob man noch genug sieht mit dem Licht. Ne? Ich weiß gar nicht, welche Uhrzeit am besten ist. Ja. Das geilste Riff hier natürlich. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen mehr dahin. Aber man hat eine klare Sicht. Das ist ein Anfang. Hammer. Ja, der Hammer. Ja,
Also geht. Also ja, geht bestimmt noch besser. Aber der Schnorchel ist voll gut. Ich hätte nicht einmal Wasser im Mund. Voll cool, das sind so Fische, ey. Endlich haben wir den richtigen Ort gefunden. Oder einen Ort, wo es geht. Kenne. Welche mit so Streifen, einer mit so einem Punkt, irgendwas, was fast so wie so Neon aussah, was er so aufs, also seine Schuppen hatte und so. Also wir machen jetzt einen Tauchschein und verbringen jetzt demnächst 70% unseres Lebens unter Wasser. Das ist echt der Hammer. Das ist wie auf so einem neuen Planeten und so. Das ist echt geil. Und ich meine, das war ja echt nicht tief oder so. Nee. Und man sah schon so viel und ich denke mir so, ja, sonst geht man da so schwimmen und dann einfach keine Ahnung, was neben, unter einem so abgeht. Voll krass. So, erfolgreiches Schnorcheln. Morgen früh gucken wir nochmal. Ja, das war jetzt erst der Anfang, Leute. Ja, ne? Und schaut mal, wer hinter uns ist. Unsere belgischen Friends sind auch hergekommen. It's hard, Sam. Hard. Ja. Und die sind so, ja, warum fahrt ihr nicht hier weiter? Und wir so, ja, das ist weicher Sand. Der so, nee, nee, das geht schon. Aber ja, wenn man anderes Auto hat, dann ist auch die Perspektive ein bisschen anders. Ja, er meinte auch, als bei irgendeinem Stellplatz, wo wir absolut den Berg nicht hochgekommen sind, hat er noch geschrieben, das kann tricky sein, aber das würden wir schaffen. Ja. Nee, haben wir nicht geschafft. Ja, wobei hier ist wirklich hart, aber da hinten wurde es noch weicher dann. Im Notfall können wir uns ja auch ziehen. Ja, ja, genau. Und guten Morgen. Schnorcheltag 2 ist angebrochen. Jawohl. Unsere Friends sind schon unterwegs und wir gehen da jetzt auch mal hin und hoffen, dass es wieder genauso gut, wenn nicht noch besser, als gestern wird. Naja, mal sehen, was wir sehen. Ein Seepferdchen vielleicht. Oh, das wäre süß. Oder ein Seestern. Ja. Ist ja auch schön. Naja, mal gucken. Ich habe auf jeden Fall mega Bock. Also hier ein super Schnorchelspot für den Anfang und jetzt haben wir sogar beide den Aal gesehen. Den konnten wir leider nicht filmen, weil der ist einfach zu gruselig. Ja, ist doch so. Die sitzen dann da und die anderen haben uns erzählt, die haben den zuerst gesehen und dann, die können wohl nicht so gut gucken. Deswegen sitzen die da und machen so ihren Mund auf und so. Ah. Aber die sind voll cool und generell, Leute, wenn ihr Schnorchel noch nie ausprobiert habt, so wie ich vorher, kann ich es euch empfehlen und wir sind ja generell große Fans davon, Neues auszuprobieren. Ne? Wir gehen ja auch immer wandern, klettern, jetzt schnorcheln und so. Ist auf jeden Fall immer cool, finde ich, mit was für wenig Mitteln man so coole Sachen in der Natur halt machen kann. Stimmt, ne? Man braucht nur dieses Rohr und eine Taucherbrille. Ja, und es eröffnet halt echt so eine andere Welt.
weil diese Unterwasserwelt sieht man halt ohne nicht und das ist schon echt cool. Und ein bisschen wie Meditation, ne? Weil man muss dann ruhig bleiben, dann sieht man auch mehr und so. Mhm. Macht auf jeden Fall voll Spaß. Und die Fische kommen so an und gucken ein, so, was hast du noch für Fische gesehen? Boah, ich kann euch die Namen leider nicht nennen. Ne? Das habt ihr alles im Footage gesehen. Aber ich habe auch einmal so einen richtigen Fischschwarm, ja, kam auf mich, der ist mir so hinterher geschwommen. Ja, wenn man krass, ruhig, ne, bleibt, dann kommen die alle. Naja, vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall. Wir konnten euch hoffentlich ein bisschen die Unterwasserwelt des Omans näher bringen. Genau, für uns geht es jetzt weiter Richtung Norden. Fuji Beach. Ist der so? Ja, der ist wirklich okay, so. Okay, auf jeden Fall, ne, wollen wir auch noch Delfine noch ein bisschen näher, ja, ja, sehen. Ja, da soll es Delfine geben. Ja, genau. Also, wir haben hier eine gute Zeit. Wir, genau, hoffen, ihr genießt die Videos und dann sehen wir uns nächste Woche. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Nächste Woche geht es mit der faszinierenden Unterwassertierwelt weiter. Aber auch über Wasser bleibt es unterhaltsam. Kannst du auch gerne mal reingehen. Mehr von uns, unserer Reise und der arabischen Halbinsel, aber in der nächsten Episode. Ein Träumchen. Achtung, Achtung, die Verkehrsnachrichten. Autobahn von Salalah nach Maskat, Kamele auf der Straße. Sagen Ihnen Bescheid, wenn die Gefahr vorbei ist.